Okay. Denkst du, die Türme bringen was? Ich werde mich nochmal in die Stadt teleportieren. Und dann mache ich mal das mit dem... Das freie Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Dem Versöhnungsgeschenk. Obwohl, nee, ich brauche ja noch einen Edelstein dafür. Warum erfahre ich das jetzt? Ha, schwierig. Ich würde so gern erstmal die anderen Sachen abschließen, aber wo ist. Ich hätte vielleicht einfach mal goggeln sollen. Wo es Fisch gibt. Wir können doch hier die Selma fragen. Nee, Selma heißt sie, nicht Selma. Ja, ich passe halt sehr gut auf. Ich weiß, Villion, ich weiß. Hey! Ach, die verkauft mir nichts. Du hast genug, um dir dein... Ah, Manu. Gib mir doch mal Fisch. Hier hängt Fisch. Aber den darf ich mir nicht nehmen. Da liegt Fisch. Aber darf ich... Nee, da kriegst du auf die Nase, ne? Aber drei Fisch werden mir halt auch nicht helfen. Demo war cool. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass es kein nicht so Open-World-lastig wird wie das letzte. Das war an sich cool, aber es war halt einfach zu viel, ne? Irgendwann hängt es einem zu den Ohren raus, aber man will halt trotzdem alles machen. Wo gibt's noch Fisch? Keine Ahnung, das mit dem Fisch müssen wir ein andermal machen. Und ich weiß übrigens, wo dieses Banditenlager ist, ne? Das ist halt immer gut, wenn man so seine YouTube-Videos schneidet. Könnt ihr euch erinnern an den... Ich stand doch mal vor so einer Höhle. Oh, wie hieß denn der schon wieder? Ich habe schon wieder vergessen. Und da hat er mich doch noch gefragt, wo mein Geld ist. Und ich hatte... Erst bin ich dahin und hatte die Söldnerrüstung an, da hat er mich ja sofort verkloppt. Und dann hat er mich nur gefragt, wo mein Geld ist und hat gesagt, nee, ich glaube, ich lasse dich nicht rein. Also ich weiß, wo ich hin muss zu den Banditen. Wir waren dort schon mal. Ich kann nichts davon machen, ne? Das hier könnte ich noch machen. Ich guck mal, ob ich den einen verhauen kann jetzt. Für den stärksten Mann. Ansonsten gehen wir zum Banditen. Aber es kann sein, dass er wieder sagt, nee, ist mir zu spät. Hat er das letzte Mal auch gesagt. Ja, Stone. Hey. Lass uns kämpfen. Nun gut, lass uns kämpfen. Wir treffen uns in der Arena. Oh Gott. Man hört doch immer diese Gruselgeschichten. Huch, nein. Gestern erwartet mich in der Arena. Nein! Ich will zuerst da sein. Gott. Mal schauen, wie sollten wir Deuter mir aufs Maul haut. Riesig. Mit vielen gefährlichen Viechern. Hallo Blutskal. Die Arena am Sonntag. Hallo Azad. Ist das der neue Hashtag? Seit... Beginnen. Okay, mach dich bereit. Ich hoffe, du enttäuschst mich nicht wie all die anderen. Wir werden sehen. Auf einen guten Kampf. Bereit? Jeder, der nicht hierher kommt. Okay. Das ist schon mal meins. Nee, das ist. Okay, krass. Ich habe jetzt absichtlich nicht gespeichert.
I'm English, no German. I'm German, no English. Du wurdest immer... Ich wurde gerade... Okay, wartet mal. Einmal versuch's noch, aber ich glaube... Der haut vielleicht... Ein bisschen. Also wirklich nur geringfügig. Zu doll zu. Ich musste erst mal überlegen, wie ich blocke und so. Das war... das war nichts gut, war das. Wer weiß schon genau, was es da gibt? Ja, habe ich auch schon genommen. Aber als ich es direkt in den Kaffee gerührt habe, ging es auch super. Hallo, Amtina. Ah, wieder mit... Einfach mit zwei Hits, ne? Die Frage ist halt, wenn ich den einmal treffe, wie viel Leben ist dem abziehen? Hey, lass uns kämpfen. Immerhin nun gut. Haben wir die Goldmine. Running with the Lions, Lions. Das sieht im Kopf. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Oh, halt. Stopp! Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Hallo, Dr. Sommer. Brauchst du das nicht zu fragen? Schwächungstrank anbieten. Hey, hier hast du ein Bier. Lass uns trinken. Oh! Nicht wie diese verblödeten Stadtpinkel Steuern zahlen. What? Das hätte ich dir vorher sagen können. Okay, mach dich bereit. Ich hoffe, du enttäuschst mich nicht wie all die anderen. Wir werden sehen. Auf einen guten Kampf. Bereit? Wer geht denn dafür freiwillig? Der haut aber trotzdem noch zu. Aber ich hab ihn erwischt. Also guck mal, der hat mich nur einmal getroffen. Das hätte ich auch ohne Schwächungstrank geschafft. Das liegt doch auf der Hand. Kein Fisch. Nee, guck mal, der hat mir trotzdem genauso viel abgezogen wie ohne den Schwächungstrank. Das hätte ich dir vorher sagen können. Setzt ihre Opfer unter Drogen und vermöbelt sie dann. Ein guter Kampf. Unfassbar. Du hast es voll drauf. Hätte nicht gedacht, dass mich überhaupt jemand schlagen kann. Aber du hast Glück. Ich habe heute einen guten Tag. Ich werde wohl noch mehr trainieren müssen, wenn ich dich schlagen will. Was ist mit der Belohnung, die du versprochen hast? Ja, ja. Hier hast du die Münzen. Verdammte Ehrenschulden. 1000 Ruperi! Seit... Aber ohne Scheiß, ich hätte das auch ohne den... guck mal, das hat doch überhaupt gar keinen Unterschied gemacht. Der hat mich vorhin genauso getroffen. Meine Meinung kennst du ja schon. Naja. Ich würde sagen, damit haben wir mal wieder eine Quest sehr souverän abgeschlossen. Ja? Vielleicht solltest du den Drachen und anderen Oberbösewichten auch so ein Bier anbieten. Der Fürst befehligt mir gar nichts mehr. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Essen jetzt erstmal 10 Fleisch oder so. Guck mal, ich habe schon wieder 3200 Ruperie.
Fällt gar nicht mehr auf, dass ich 2500 ausgegeben habe das letzte Mal. Nichts Neues. Rebel Party und dann verhaut sie alle. Und es gehört nicht genau. Meine kurze Frage nebenbei, was war das denn gleich nochmal für ein Anbieter-Website, wo du so große... mach mal Ausrufezeichen Kratzbaum. Hallo Nüda! Riesig. Mit vielen gefährlichen Viechern. Und hallo Knight. Nom 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 nom. So, okay. Endlich haben wir mal wieder eine Quest abgeschlossen. Der Wahnsinn! Der Wahnsinn! Aber wenn ich so eine Maschine bin, dann könnte man ja auch nochmal diesen mutierten Schattenläufer versuchen, oder? Ich meine, was soll denn da schon passieren? Aber den kann ich halt nicht blocken, ne? Das ist halt das Problem bei dem. Hallo Sasch. Habe ich vielleicht einen Schwächungszauber? Das habe ich sehr. Vergessenszauber, Feuerfall, kleiner Feuersturm, schwere Wunden heilen, mittlere Wunden heilen, leichte Wunden heilen, Licht, Eisfall, Gelsier, Schlaf, Skelette, Wolf. Das wird denn alles nicht, überhaupt nicht interessieren. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Hm. Nee, nicht so richtig. Das hätte ich dir vorher sagen können. Hallo Kermit. Mehr Bier, vielleicht als Rüstung. Überall Biergläser dran kleben, wenn er zu beißt, ist er fällig. Das liegt doch auf der Hand. Und morgen gibt's seine Zwiebelschnitzel mit drei Salate und Reis. Ja, ist klar, Knight. Ist okay. Wer weiß schon genau, was es da gibt. Boah, ich denke mir jetzt halt so toll. Das hätte ich auch ohne Bier geschafft, aber ist egal. Ist okay. Es lockt dann eher den Saki an. Ja. Ich guck mal noch, ob ich hier irgendwo noch ein bisschen Fisch herbekomme. Wo steht denn jetzt Fitch hier? Mit mir kann man sowas nicht und machen. Und nicht mehr der Calvin? Jon. Zeig mir deine Ware. Der hat auch keinen Fisch. Es ist ein Elend. Auf dieser Insel gibt es keinen Fisch. Vielleicht bei den Banditen? Seid. Für den Fürsten. Ich guck noch mal, ob hier irgendwas ist. Worauf ich nicht geachtet habe. Eine Angel zum Beispiel, ja? Vielleicht ist es ja in der Mod hier auch. Würde in dem Dungeon mit ganz vielen Orks und Skeletten nachgucken. Gute Idee. Mach ich gleich. Wenn ich hier nichts finde, dann gehe ich auf so einen Ork-Friedhof. Gar kein Problem. Ich war halt eigentlich schon überall. Ich habe sogar das Lager ausgeräumt, ja. Als ehrbarer Söldner. Ähnlich Söldner. Soldat. Rekrut. Hallo Glatzer. Da war ich bestimmt schon dran. Oder auch nicht. Schade. Das wäre doch schön, wenn da jetzt 50 Fische drin gewesen wären, aber nö. Thank you.
Das ist gegen die Sonne, der Strohhut. Hallo. Das ist wichtig. Wenn der einen Sonnenstich hat, kann der nicht mehr kämpfen. Wird das so Moskitonet? Zum Glück bin ich noch satt von gestern. Die im freien Lager denken auch, sie können machen, was sie wollen. Sie habe ich ja schon angequatscht gehabt, ne? Was hast du anzu... Meine Meinung kennst du ja schon. Lass uns mal abwarten, was draus wird. Zeig mir deine Ware. Oh, dem habe ich noch gar nicht gesprochen anscheinend. Immerhin haben wir die Goldmine. Wo bleiben denn die Schiffe? Oh, da liegt ein Hering. Denkst du, die Türme bringen was? Irgendwas Neues im Sortiment? Sie selbst. Meine Meinung kennst du ja schon. Okay, tja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als ins Banditenlager zu gehen. Oder ich versuche noch den... Ich versuch das, oder? Versuche ich das? Darfst du das nicht so fragen? Ich muss gerade überlegen, was der kürzeste Weg dahin ist. Den Überseehandel können wir ganz vergessen. Ja, eigentlich schon vom Kloster. Waren können wir jetzt ja vergessen. Ich versuche noch mal den Schattenläufer. Und wenn das alles nichts hilft. Weil zum Banditenlager komme ich übrigens vom Hafen aus. Das freie Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Ich speichere euch nämlich hier unten. Fürst Albrecht wird dafür sorgen. Ja, da muss ich aber richtig fuchteln. Weil das kann ich nicht blocken, so ein Schattenläufer. Und das war ein Mutierter. Ich habe mir den da schon mal etwas genauer angeguckt. Die kochen wir durch die Zölle schon weit. Ich glaube, ich könnte da auch einfach von der Seite aus rüber schwimmen. Bin ich hier im Wasser, wenn ich hier runterspringe? Ah. Hans hat jetzt kein Platsch machen, ja? Okay, danke. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schneller. Das wird nichts, ne? Das weiß ich jetzt schon. Aber... Hallo? Nein! Guck mal, ich zieh dir mir gar nichts ab. Hat! Einfach weiter fuchteln! Fuchtel immer weiter! Lass dich nicht treffen! Hunter, du machst es super! Oh mein Gott! Nicht den Rhythmus verlieren! Nicht den Rhythmus verlieren!
Darf mich nicht nochmal treffen. Oh Gott! Komm schon! Ich brauche Herztabletten. I need Herztabletten jetzt. Right now. Oh mein Gott. Oh. Oh. Alter Verwalter. Verdauter Kristall. Nichts zu plündern. Oh, Adrenalin pur, sag ich euch. Oh, ich bin total... Help, ey. Habe ich gerade geatmet? Habe ich gerade geblinzelt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, Virion, ich habe wirklich noch nie so gefuchtelt. Hallo, Daden. Oh, oh, Hilfe. Wer hätte das gedacht? Also, ist nicht. Du hast auf jeden Fall gehäschelt. Hey, klar habe ich den getroffen. Ich habe halt immer ein bisschen nur abgezogen. Hä? Denkst du, der ist aus Mitleid umgefallen? Der Kermit, ne? Der hat gar keine Ahnung von diesem Spiel. Oh, wir haben ja auch neue Goblins. Ist der Goblin schon da? Da ist nichts zu holen. Guten. Wo seid ihr denn? Ah, ach da. Jetzt habe ich jetzt schon wieder für einen Ring gelootet. Ich glaube, nur so ein Silberring, ne? Einfach aufgegeben, der muss... Ein Fisch! Juhu! Ein Fisch! Nee, ich war schon mal in der Höhle. Das ist nur ein bisschen respawn gewesen. Boah, war das ein ekliges Biest. So, jetzt muss ich es nur noch nach einem Beweis durchsuchen. Ich habe einen halbverdauten Kristall im Magen des Monsters gefunden. Das stinkt zwar, aber als Beweis dürfte es reichen. Hey du. Ja? Irgendetwas riecht hier ganz schön stark und ungesund. Was schleppst du da in unser Kloster? Ach, nur einen zerkauten Stärkekristall eines mutierten Schattenläufers aus der roten Kristallhöhle. An der Mutation ist unser tüchtiger Alchemist schuld. Nichts Besonderes. Was? Schau doch nach, wenn du mir nicht glaubst. Erzähl mir keine Märchen und geh gefälligst weiter. So, Freundchen. Aber noch so ein Ding, ne? Dann geh ich wirklich petzen.
Hä, war das nicht der? Ah, doch hier. Ich habe dein Projekt beseitigt. Hier ein Splitter, der befand sich in der Bestie. Der sah aber nicht mehr wie ein Schattenläufer aus. Ausgezeichnet! Das stinkt ja grässlich. Behalte den Beweis ruhig selber und fang mit dem Kristall etwas Nützliches an. Du wirst bestimmt etwas finden. Na, danke. Natürlich. Hier, deine Tränke und das Geld. Danke vielmals. Und Adanos wird auf all deinen Pfaden erleuchten. Oh. Jetzt habe ich die ganze Zeit so einen stinkenden Kristall in der Tasche, oder was? Judy, es fällt mir sehr schwer, aber ich muss dich jetzt verlassen. Wünsche dir schon einen tollen Stream. Viel Spaß mit deiner Familie. Lass dir schmecken. Der markiert dich einfach. Hier deine Subs. Und Niki, danke schön für das Gifted-Sub an Amisana. Okay, dann haben wir ja sogar zwei Quests abgeschlossen. Nice. Ob ich den Kristall für den Ring benutzen kann? Nee, ich würde sagen, wir gehen zum Banditenlager. Ich denke, das werden wir tun. Leo, komm hier hin. Hinlegen. Lass mich jetzt in Ruhe. Sagen Sie mal. Nein, nicht zum Kloster. Nein, 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 stimmt schon. Ich bin doch schon beim Kloster. Was kann die überhaupt? Oh, nee. Ich wollte nicht zum Kloster. Ich konnte es nicht mehr aufhalten. Nochmal? Bitte zum Hafen? Für den Fürsten. Machst du wieder Brain AFK, ne? Okay. Wo mache ich denn jetzt mein Schlummi? Bei dem durfte ich doch schlafen, oder? Ich doch hier oben so ein wunderschönes Doppelbett, ganz für mich allein. Nämlich. Hallo? Albträume verwehren die Erholung. Schon wieder? Okay, wo hat es das gerade reingeschrieben? Warte mal. Hier. Manche sagen, die Wahrheit liegt im Tode und jeder Mensch spricht im Angesicht seines Ablebens nach bestem Wissen und Gewissen. Der Theorie nach sollen die letzten Worte der Nachwelt positiv in Erinnerung bleiben, da aus einer Lüge kein Kapital mehr geschlagen werden kann. Ob dies auch für Menschen gilt, die allgemein kein reines Gewissen haben oder ihren Tod nicht voraussehen können? Ich werde es wohl bald herausfinden. Denn wenn dieses Losungswort nicht stimmt, werden noch einige mehr den neuen Tag nicht mehr erleben. Dieser Eintrag ist erst kürzlich aktualisiert worden und kann nicht sein, was ich einfach vergessen habe. Erst ist die Situation im Krepp völlig außer Kontrolle geraten und jetzt lese ich wieder fremde Einträge in meinem Tagebuch. Bin ich nicht mehr ganz wohl auf? Oh, was ist nur mit Hunter los? Oh, das ist schon spannend. Also, bin gespannt, wie die das erklären.
Ich habe jetzt eine gespaltene Persönlichkeit vielleicht. Weil mich das Buch zerfetzt hat. Boah, jetzt ist der Louis auch noch da. Ich raste aus. Was ist denn mit euch? Mich fragt Hä? Keiner. Das hätte ich dir vorher sagen können. Hab die blöden Vögel schon vermisst. Gusi. Ups. Wer weiß schon genau, was es da gibt? Also jetzt kommt der Louis, weißt du? Die kochen mir durch die Zelle schon weich. Katzen. Ich glaube, ich muss sie noch füttern. Sonst habe ich hier keine Ruhe. Ins Ödland bin ich bestimmt nicht. Ich kann mich im Wasser nicht umziehen. Hä, warum nicht? Wieso kann man sich im Wasser nicht umziehen? Das ist ja völlig unrealistisch. Die waren ja auch welche, aber mit denen habe ich schon gesprochen. Die waren jetzt auch nicht so freundlich zu mir. Habt ihr auch zu den Banditen gehört, hey. Eigentlich? Ja, da war ja nichts weiter und hier habe ich, glaube ich, auch schon alles eingesammelt. War schon wieder viel zu lange. ich sehe ja richtig viel hier. Khan hieß der, glaube ich. Jetzt ist mir gerade der Name wieder eingefallen. Khan hieß der. Der uns dann einfach getötet hat. Hier war ein Snapper, die habe ich aber schon erledigt. Links war, glaube ich, noch ein Feuerwaran. Und da geht es, glaube ich, zu den Banditos. Okay, Leute. Mein Geld liegt wo? Ich muss im Banditenlager nun herausfinden, wo das Buch aus dem Sumpftempel ist und wer in wessen Auftrag es überhaupt gestohlen hat. Ich sollte doch vorsichtig sein damit. Ja, okay. Es hat doch irgendwo einen Eintrag, der mir gesagt hat, wie das Losungswort heißt. Ich dachte eigentlich hier, aber hier ist ja gar nichts mehr. Naja, mal gucken, was ich gleich zur Auswahl habe. Hallo Silverback, dir auch. Hey, Grünschnabel. Hier ist Endstation. So? Weshalb versperrst du mir den Weg? Beantworte mir eine Frage, dann entscheide ich, ob ich dich durchlasse. Na mach schon. Wo ist dein Geld? Es liegt in Sides Händen.
Ein Neuzugang, was? Na, du darfst rein. Okay, das ging ja. Das war ja einfach. Was mit der Hand hat? Und ich werde euch nun infiltrieren. Oha. Die haben ja auch eine richtige Hut. Ach, hör auf. Hey. Okay, die wollen alle nicht so wirklich mit... Ach, die haben alle einen Namen, du. Ey. Ich kann bestimmt wirklich ein Bandit werden. Okay, es gibt zwei Greifs. Und da ist einer. Und da ist noch einer. Wer bist du? Und was ist deine Aufgabe hier im Lager? Ich bin Kelron und gehöre zu Sides Greifen. Momentan, okay, bin ich damit beauftragt, neue Greifen auszubilden. Uns gehen die Leute aus. Es sterben einfach zu viele. Es sterben zu viele? Weshalb? Ach, da sind mehrere ungünstige Ereignisse aufeinander getroffen. Die letzten Raubzüge haben viele Verluste mit sich geführt. Und da machen uns auch noch die Biester aus den Wäldern und aus dem Ödland zu schaffen. Ödland? Das Gebiet ist nördlich vom Lager. Wenn du von hier einfach nördlich weitergehst, am Tor des Hauptlagers vorbei, kommst du unweigerlich dorthin. Da leben Unmengen von Viechern, vornehmlich Snapper. Die scheinen sich dort wohlzufühlen. Einige nennen es deswegen ja auch Snapperland. Nicht gerade berauschend, aber es beschreibt treffend, was man dort fortfindet. Als wenn Ödland ein besserer Name wäre. Tja, einen wirklichen Namen hat das Gebiet nun mal nicht. Was sind Greife? Wir sind diejenigen, die auf das Lager aufpassen und Acht geben, dass keine Rekruten das Lager entdecken oder gar stürmen. Unsere Hauptwaffe ist daher der Bogen. Nichts ist tödlicher als ein Angriff aus dem Unterholz. Aber auch eine Nahkampfwaffe ist unser ständiger Begleiter. Kann ich ein Greif werden? Ein Greif wird man nicht. Ein Greif ist man oder eben nicht. Wenn du bei uns aufgenommen bist, bist du berechtigt und verpflichtet, das Lager zu schützen. Dafür allein braucht es keine spezielle Ausbildung. Nur, wenn du bei den Außenposten Wache halten willst, solltest du mit dem Bogen umgehen können. Dort stellen wir nur Leute hin, die auch zielen können. Bei mir kannst du jederzeit deine Bogentechnik verbessern und so einige Geschicklichkeitsübungen habe ich auch auf Lager. Wie sieht es mit Kraft- und Schwerttraining aus? Bis zu einem bestimmten Grad kann ich dir bei Einhändern und Stärke sicherlich weiterhelfen. Aber meine Fähigkeiten sind begrenzt. Und von zwei Händern verstehe ich gar nichts. Da muss ich dich auf andere verweisen. Stärke trainiert Rachel, wenn sie Zeit hat. Rachel? Du solltest es dir mit ihr also nicht verscherzen. Eine Frau? Ja, aber ein Mannsweib. Sie ist nicht ohne Grund unsere Schmiedin. Zweihand bietet Nelfgar an. Er ist einer von Sides Leibwächtern und steht immer vor seinem Haus Wache. Willst du zu Side, kommst du an Nelfgar nicht vorbei. Ich weiß gar nicht, wie viele Erfahrungspunkte ich habe. 18. Ich habe mehr Geschick als Stärke. Ich weiß gar nicht, wieso. Okay, also Greif ist gar kein Name, sondern ein Rang. Gut, dass Ludin Hunter ist. Ja, tatsächlich habe ich, glaube ich, in diesem Spiel noch nicht viele Pfeile verschossen. Also in dieser Mod. Was ist das hier? Früher waren das mal Teleport. Und dann hier.
Notizen ab und zu speichern. Schön, wie die im Dialog da rumfuchteln, ja. Mit einem Satz einfach mal ein Schwert in der Schulter stecken. Ah, hier ist noch eine Höhle. Muss ich da rein? Auf? Greif. Hey, du. Alchemist? Bist du ein Alchemist? Ganz recht. Ich bin ein Alchemist. Ich heiße übrigens Lou. Freut mich, dich kennenzulernen. Kann ich etwas für dich tun oder möchtest du vielleicht etwas kaufen? Hat du Fisch? Was hast du denn anzubieten? Vornehmlich Schnaps. Rum, Grog, Wacholder oder sogar schnellen Hering kann ich dir anbieten. Doch meine wahre Spezialität nennt sich Lou's Hammer. Originell, nicht? Kennen wir doch schon. Warst du mal Lehrling bei Vanadium? Ach was, woher weißt du das denn? Hat der alte Greis von seinem fantasierenden Lehrling erzählt? So könnte man es auch nennen. Ich bin allerdings nicht hier, um über deine Vergangenheit zu sprechen. Naja, obwohl... doch, eigentlich schon. Dein Lehrmeister erwähnte, dass du mal eine Drachenseele gefunden hättest. Eine was? Ich habe noch nie einen Drachen gesehen. So lebensmüde bin ich nicht. Die Pflanze. Ein Schnauben hätte früher schon ausgereicht, um mich in die nächste Höhle ins Versteck zu treiben. Aber du hast doch deinem Meister eine Zeichnung von einem Drachenkopf gezeigt, oder nicht? Ach, das Ding. Ja, der alte Zausel wollte mir nie glauben, egal was ich ihm gezeigt oder wovon ich ihm erzählt habe. So wie er wollte ich nicht werden und bin deshalb eines Tages einfach abgehauen. Mich hat dort nichts mehr gehalten. Und Anerkennung suchte ich bei ihm vergebens. Lou's Hammer? Ist das eine Eigenkreation? Du enttäuscht mich ein wenig. Ich dachte, das erkennt man am Namen. Verkaufst du das Rezept? Das gebe ich eigentlich nicht gerne aus der Hand, vor allem nicht jemanden, den ich nicht gut kenne. Wo hast du diese Drachenseele gesehen? Also das Gewächs. Willst du es dir holen? Ich wüsste nicht, wieso ich dir dabei helfen sollte. Jetzt sei doch mal. Du willst dich wahrscheinlich sowieso nur an der Seltenheit dieser Pflanze bereichern. Ja, na klar. Wo hast du diese Drachenseele gesehen? Willst du es? Ich wüsste nicht. Du willst dich... okay. Zeige mir deine Schnäpse. Aber gerne doch. Sieht gefährlich aus. Wirkung unbekannt. Nebenwirkungen wahrscheinlich. Was haben wir hier unten noch? Ich nehme mal so jeweils eins mit. Guck mal. Seelenkristall. Oh, ich habe wieder keine Ahnung, ob ich aufs Maul bekomme, wenn ich mir einfach was einstecke. Auch wenn es nur Höhlenkristalle sind. Na warte, du. Das war so klar. Zum Glück habe ich vorher gespeichert, oder? Ich hab mir nur so ein Kristall hier genommen. Bist du dumm, oder was? Nee. Nee, nee, nee. Muss ich wieder warten, bis die Schlafi machen, oder was? Guck mal, es steht ja noch einer. Hä? Den habe ich gerade gar nicht gesehen. Hey, du. Was machst du? Sumpfkraut stampfen. Wieso das? Der Alte bildet sich ein, dass man damit das Kraut zu Sumpfkrautstängel verarbeiten kann. Und ich bin natürlich der Dumme, der das ausbaden muss. Wenn die Sache nur nicht so anstrengend wäre. Mir schmerzt schon seit Tagen der Rücken und es wird einfach nur noch schlimmer. Ach nein. Du hast nicht zufällig einen Heiltrank bei dir. Hier, nimm einen Heiltrank von mir. Danke. Jetzt geht es mir schon viel besser. Was bin ich dir schuldig? 300 Ruperi. Ja, ja. Jetzt sag schon, was hast du dafür bezahlt? Ich meine das ernst. Das waren wirklich 300 Ruperi. Binde mir doch keinen Bären auf. Wer gibt denn schon 300 Münzen für einen ollen Heiltrank aus? Das ist doch kein normaler Heiltrank gewesen. Ja, und natürlich drückst du den auch gleich dem Erstbesten in die Hände, wie?
Ich gebe dir mal 40 Roperi. Das wird dann schon passen. Spaß dir den Obolus. Das war doch nur ein Witz. Haha, hab ich gelacht. Oh komm, jetzt sei doch mal nicht so. Ich hab dir den Heiltrank geschenkt. Hunter hat unser Witzbold, ne? Okay, Seelenkristalle müssen wir uns aber mal merken, dass da welche sind. 300 Rupieri. Ich habe halt versucht, den Olaf zu machen, ne? Mister, ich möchte gern 2000 Rupieri für eine einzelne Information. Ich finde aber alle meine Teleportseiten sehr wichtig. Sag grad, was, Tina? Und dann, ah, okay, Schokohase. also, Hafen? Hafen? Also, wenn ich was ersetzen würde, dann wahrscheinlich den Chaos Bauernhof. Da könnte ich notfalls auch vom freien Lager hinrennen. Alles andere... Das wäre Rittel von Schokolade. Okay. Tina, alles klar. Das überlege ich mir noch, ob ich hier ein Teleportchen haben will. Oh. Oh. Da hängt einer. Ich zieh ihm das mal aus dem Auge. Hey, was willst du? Na rein. Und warum sollte ich das tun? Ich kenne dich überhaupt nicht. Mein Geld liegt in Sides Händen. Und jetzt lass mich rein. Mit dem Losungswort kommst du bei mir nicht durch, mein Freundchen. Aber ich bin doch vertrauenswürdig. Was willst du noch? Du hast mir bis jetzt nur gezeigt, dass du in der Lage bist, dir eine Losung zu merken. Das beweist allerdings noch gar nicht, ob du es wert bist, deine dreckigen Füße auf diesen Boden zu setzen. Ich verstehe. Wie viel willst du? Komm doch nicht mit der Tour. Aber ich will ja nicht so sein. Wenn du so ein reicher Schnösel bist, dann sollst du blechen. Oh Gott. Sagen wir 500 Roperi für einmal eintreten. Für einmal eintreten? Und wenn ich ein zweites Mal rein will? Na dann spielen wir das Spielchen nochmal. Ich kenne dich nicht mehr und will wissen, was du hier willst. Klingt nicht gerade berauschend. Es gibt doch bestimmt eine bessere Methode, dich zu überzeugen. Ja, ich denke, da ließe sich etwas machen. Die Antwort heißt stinknormale Arbeit. Als wenn mich das abschrecken würde. Schnauze, mache dich hier nützlich und wenn genügend Leute finden, dass du zu gebrauchen bist, dann können wir nochmal darüber reden. Wo finde ich Said? Unser Boss pflegt es, seine Geschäfte von seinem Haus aus zu organisieren. Und wo ist das? Im Inneren des Lagers. Aber da wirst du so leicht nicht durchkommen. Wer ist das, der da so schön herumbaumelt? Das ist Alfred. Hat er etwas Bestimmtes verbrochen oder warum habt ihr ihn aufgeknüpft? Er war ein Verräter. Said hat ihn als Warnung für alle weiteren Verräter aufhängen lassen. Okay. Du stehst doch ständig nur am Tor. Da muss es doch bestimmt etwas geben, was ich für dich machen kann. Es könnte tatsächlich sein, dass ich etwas für einen reichen Schnösel hätte. Könntest du mal nur für einen Moment mit dieser Scheiße aufhören?
Ich meine das jetzt ernst. Ich brauche jemanden, der potenziell Geld hat. An sich macht es auch nichts aus, wenn du kein Geld hast. Du musst nur so tun können, als ob. Und keine Angst, es wird nicht besonders kostspielig. Rede nicht so viel. Ja, ja. Ich habe den Auftrag bekommen, einen Informanten bereitzustellen. Er soll den Aufenthaltsort über einen sehr seltenen Gegenstand herausfinden. Dürfte für dich doch kein Problem sein, oder? So wie du mit deinem Geld immer um dich werfen willst. Die Hunde haben sich... Ich habe erst Star gelesen, dachte, was denn für ein Star? Aber du meinst einen Star? Die haben einfach einen Star gekillt, okay? So viel Geld habe ich jetzt auch nicht. Um was für einen Gegenstand handelt es sich überhaupt? Dragirs Auge. Es ist ein Amulett, das angeblich dem Krieger Dragir gehört hat. Ich glaube ja persönlich nicht so an Legenden, aber es heißt, es besitze magische Kräfte. Ob magisch oder nicht, das ist mir einerlei. Komm aber bloß nicht auf den Gedanken, es zu stehlen. Das würde mich ruinieren. Okay. Wieso musst du dann wissen, wo das Auge ist? Das braucht dich nicht zu interessieren. Je weniger du weißt, umso besser. Ei, jetzt musst du mir nur noch sagen, was für mich dabei drin ist. Ich weiß ja noch gar nicht, wie schwierig es sein wird, etwas darüber in Erfahrung zu bringen. Versteht sich doch. Bitte? Ich bin der Kerl, der bestimmt, ob du reinkommst oder hier draußen vergammelst. Also mach die Arbeit. Vielleicht springt sogar noch eine kleine Gefälligkeit für dich raus. Kommt natürlich drauf an, was du mir für Informationen lieferst. Halt, was willst du? Was machst du denn? Achso, oh, ich dachte, er will jetzt einfach reinrennen. Tja, wenn ich jetzt den auf die Magier anspreche, verrate ich mich ja eigentlich schon, warum ich hier bin. Sieht aus, als würde dein Geld gleich Erdbeerpflanzen geben mit dem Hut. Ey! Halt, was willst du? Ich habe gehört, dass vor kurzem Magier im Sumpf von Banditen überfallen wurden. Nachrichten sprechen sich ja schnell rum. Wie seid ihr darauf gekommen, sie zu überfallen? Hatten sie etwas Wertvolles dabei? Ich war selber nicht dabei, aber so viel, wie ich von Kelron mitbekommen habe, war nicht viel zu holen. Warum habt ihr sie denn dann überfallen? Wir wurden dafür bezahlt. Sehr gut bezahlt. Es war reine Auftragsarbeit. Ach wirklich? Was wollte der Auftraggeber damit erreichen? Das wüsste ich auch gern. Soviel ich weiß, war irgendein Gegenstand besonders wichtig, der gestohlen werden sollte. Warum interessiert dich das eigentlich? Nur so. Der Überfall hat viel Aufsehen erregt. Allerdings leider zu viel. Wer war der Auftraggeber? Keine Ahnung. Du stellst mir aber zu viele Fragen. Hm. Halt, was willst du? Nix, ich gehe ja schon wieder. Also mit Kelron werde ich auf jeden Fall nochmal sprechen. Weil der anscheinend habe ich gerade was gehört? Oh. Ah ne, von hier bin ich gekommen. Und ne, wer ist denn das jetzt? Ach, der bewacht das Ödland, glaube ich. Der hätte mich bestimmt angesprochen, wenn ich aus dem Ödland hier reingekommen wäre. Guck mal, das ist auch schon ein Snapper. Okay. Ich bin mal gespannt, wann mich einer erkennt. Wie schnell ich denn den Vergessenszauber anwenden kann?
Du warst also bei dem Überfall im Sumpf dabei. Ja, war ich. Und? Erzähl doch mal, wie verlief der Überfall? Was soll ich da großartig sagen? Ging eigentlich ziemlich rasch über die Bühne. Wir warteten, bis sich die Rekruten zurückzogen und dann haben wir uns die Magier vorgeknüpft. Sie zu überwältigen war ein leichtes, da sie schlecht bewaffnet waren. Und Magier sind ja auch echt miserable Kämpfer. Bis die ihre Magie hervorholen, habe ich denen schon dreimal eine übergezogen. Erfreulich. Es gab also wenig Verluste und mächtig Beute, was? Ja, die Verluste waren so gut wie nicht gegeben. Doch Beute? Nein, da war so wenig zu holen, dass wir uns gefragt haben, wofür das Ganze eigentlich? Naja, aber wir wurden ja auch nicht des Goldes wegen beauftragt, sie zu überfallen. Ach, das ging gar nicht von euch aus? Nein, nein. Es sollte nur so aussehen, als wenn es ein normaler Überfall war. Deswegen haben wir ja auch absichtlich Spuren hinterlassen. Beim normalen Überfall wären wir nicht so schluderig vorgegangen. Wer beauftragt Banditen dazu, Leute zu überfallen, bei denen es nichts zu holen gibt? Das macht doch keinen Sinn. Es ging ja nicht um Geld oder Wertsachen, sondern um ein Buch, das dem Auftraggeber anscheinend besonders wichtig war. Was man mit einem schnöden Buch anfangen will, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis. Aha. Und wer war der Auftraggeber jetzt? Ich habe ihn nie zu Gesicht bekommen. Das Geschäftliche regelt Zeit persönlich. Und um die Übergabe sollte sich eigentlich Febre kümmern. Aber der lässt sich jetzt auch nicht mehr blicken. Keine Ahnung, wo der steckt. Eigentlich sollte der schon längst wieder im Lager sein. Wer ist Febre? Der engste Vertraute Sides und seine rechte Hand. Was weißt du über Febre? Hatte er das Buch zuletzt? Ja, aber du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, dass du mit ihm gar nicht reden willst. Warum nicht? Habe ich schon gehört. Zeit schätzt ihn wohl sehr als Kopfgeldjäger. Aber für mich ist das einfach nur ein sadistischer und wahnsinniger Verrückter. Wenn er einmal deine Fährte verfolgt, bist du so gut wie tot. Und er wird dir sicher nicht den Frieden des Todes schenken, wenn du verstehst. Seinen Opfern fügt er vor ihrem Ableben meist besonders starke Schmerzen zu. Und er freut sich an ihrem Leid. Er hat in seiner Laufbahn wahrscheinlich mehr Menschen umgebracht als das halbe Lager zusammen. Was auch kein Wunder ist, da Zeit ihn meistens schickt, wenn irgendwer von der Bildfläche verschwinden soll. Du erhoffst dir von einem solchen Menschen Informationen? Ha, viel Glück. Zaid scheint der bessere Ansprechpartner zu sein. Zumindest hält er sich an die Regeln und wenn man die beachtet, muss man nicht fürchten, mit einem Messer abgestochen zu werden. Was knuspert denn hier? Na, hier ist einer die ganze Zeit am Brötchen fressen. Der hat schon 20 Brötchen reingezimmert. Hey, du. Okay, also mit sehr vielen kann ich noch nicht sprechen, weil ich ja noch nicht ins Lager komme.